Monaten sprechen wir über die ÖBAG. Also eigentlich sprechen wir nicht wirklich über die ÖBAG, also die österreichischen Beteiligungen, nicht über den Staatsanteil an der Telekom oder an der Post oder der OMV, sondern wir sprechen über unprofessionelles Management. Wir sprechen über widerliche Chats, über Bussi-Bussi-Bussi-Emojis und ja, wir sprechen auch darüber, wie sich die Politik einmischt in Staatsbetriebe. Und damit sprechen wir eigentlich nicht über das Vermögen der Republik Österreich, sondern vor allem über das Unvermögen der Republik Österreich. Dabei könnte die aktuelle Diskussion ein wirklich guter Anlass sein, um nicht nur einfach einen Vorstandsposten neu zu besetzen, sondern die offenen strategischen Fragen zu beantworten. Denn Österreich hat im internationalen Vergleich einen eher großen Beteiligungsbereich, wo die öffentliche Hand mitmischt. Die hier eingeblendete Grafik zeigt zum Beispiel den Anteil des Beteiligungsportfolios der jeweiligen Staaten in Relation zur gesamten Marktkapitalisierung des Unternehmenssektors. Österreich liegt dabei eher in den Gefilden von Schwellenländern und unter Anführungszeichen gelenkten Demokratien, nicht aber bei den Ländern, die einen sehr starken Unternehmenssektor aufweisen, wie zum Beispiel die Schweiz oder die USA oder Dänemark. Jetzt, da Thomas Schmidt zurückgetreten ist und wir in den nächsten Wochen vielleicht nicht über neue und neue Chats von ihm hören werden und darüber diskutieren müssen, können wir die politische Aufmerksamkeit darauf lenken, zentrale strategische Fragen zu beantworten. Was möchte der Staat eigentlich mit den 27 Milliarden Euro an Beteiligungen? Was sind da die strategischen Ziele? Geht es eher um Arbeitsplätze, eher um gut regulierte Unternehmen oder soll das Beteiligungsportfolio wachsen? Wenn das Beteiligungsportfolio wachsen soll, wie die alte Koalition aus ÖVP und Freiheitlicher Partei beschlossen hat, warum eigentlich? Warum setzt man nicht anders wie andere Länder eher bessere Anreize, damit private Beteiligungsfonds sich in Österreich niederlassen? Und warum hat man eigentlich teilweise größere Anteile als die, die für die Sperrminorität nötig sind, nämlich die 25% plus eine Aktie? Und warum ist es öffentliche Aufgabe, sich zum Beispiel an den Casinos zu beteiligen oder quasi ins Geschäft, um Mobilfunktarife einzusteigen, wenn eigentlich diese Bereiche ja auch über die Regulierung, also über Vorgaben, Gesetze und Vorschriften sehr stark abgedeckt werden? Das alles sind vielleicht unangenehme Fragen, die öffentlich diskutiert werden müssen. Aber im Finanzministerium gibt es dazu eigentlich derzeit nur eine Antwort. Und das ist wirklich, wirklich zu wenig.